Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Es geht weiter mit der achten Welt. Let's go. Ich kann mich noch daran erinnern, dass... Ja, wow, und dann ab. Was ein Disrespect nach dem letzten Part. Oh Mann, ey, aber ja, komm. Der letzte Part war ein bisschen unlucky. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, gerne nochmal nachschauen. War wild. Oh, und an den Level kann ich mich erinnern. Der ist Asi, glaube ich. Ich glaube, der ist das. Oh nein. Ja. Ja, aber der One-Up gerade war richtig der Disrespect, weil ich wurde richtig zerfetzt im letzten Part. Wie soll man das denn machen? Ja, komm. Scheiß drauf. Ich wurde im letzten Part richtig zerfetzt. Und ich denke die ganze Zeit, hier wäre eine Starcoin, deswegen bin ich so langsam. Und eigentlich meine ich ja immer, ja, Starcoins braucht man nicht. Quatsch. Starcoins. One-Ups braucht man nicht. Aber ich kann sie tatsächlich gerade wieder ganz gut gebrauchen. Und hier sieht man schon. Da ist ein Aal, der nur darauf wartet, hinter uns herzuschwimmen. Mach, Mario. Beeil dich. Oh, shit. Ah, ja stimmt, der geht ja auch so runter, wenn man... Ah. Ja, ich hab jetzt eigentlich schon verkackt, oder? Da bin ich schneller als der... Als der Aal. Mann, als ob der mich getroffen hat. Okay, es ist zumindest die erste Starcoin. Mehr will ich ja nicht. Nein, was? Ja, RIP. Ja. Das Fiese bei dem Level ist, die Starcoin kann unten oder oben sein und du hast einfach keine Zeit, dir das Ding anzuschauen. Du hast keine Zeit, dir die Umgebung anzuschauen. Du hast am Anfang... Ach man, Mario, mach hinne. Du hast am Anfang hier diese Röhren, die dich nach vorne boosten. Die musst du auch benutzen, so gut es geht. Und dann hast du ein bisschen Zeit. Dann hat man ein bisschen Zeit, um hier die Dinge einzusammeln. So, wenn man weiß, wo die sind, gar kein Problem. Dann schwimmt man halt in die Richtung. Gönnt sich die. Mario. Ach man, Mario. Holt sich die halt ab, die Dinger. Ja. Wahrscheinlich. Und dann versteckt sich ein Cheep-Cheep dahinter. Ey, komm schon. Was ist das denn gerade schon wieder? Was ist das denn schon wieder für ein Müll? Gut. Also, erster Tod, okay. Da dachte ich mir noch so, ja, scheiß drauf. Ein Tod in diesem Level ist wahrscheinlich in Ordnung. Ah, wäre ich von einem Cheep-Cheep getroffen worden, hätte ich mich direkt wieder umbringen können. Und... Wir haben ja sowieso eine Starcoin verpasst, also war in Ordnung, dass ich da gestorben bin an der Stelle. Aber das zweite Mal war richtig lächerlich. Ja, muss halt alles passen, ne? Hier muss halt alles passen. Und da oben ist schon wieder der Starcoin. Komm, ich bring mich um.
Boah, wisst ihr, was hier richtig Premium wäre? So ein Koopa-Panzer. So ein Koopa-Panzer wäre richtig geil. Da könnte man dann vernünftig schnell schwimmen. Und wenn man dann irgendwie so komisch weggestoßen wird von den Blöcken oder von Wänden, dann scheiß drauf, man hat den Koopa-Panzer und kann halt besser schwimmen. Aber gerade jetzt, wo ich das so sage, packt das auch wieder meinen Ehrgeiz, muss ich sagen. Weil ich denke mal gerade so, ja, das wäre dann einfacher. Man würde es halt besser hinkriegen, den Level. Aber ich denke, es wird das Ganze ein bisschen zu sehr vereinfachen. Das wird dem Ganzen die Challenge rausnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Wie wurde ich da nicht getroffen? Und da oben ist... Ist ein Secret Exit? Muss gleich mal auf der Karte schauen. Ach, schade. War aber ein nice try, oder? War echt eine nette Idee. Ich denke, das hätte man auch hinbekommen, wenn man den Walljump besser getimed hätte. Aber ne. Also wenn hier ein Secret Exit ist, dann muss ich aber los. Ja, wir wollen speichern. Und in den nächsten Level. Oh, nee, Alter. Nein, hau ab! Also wäre ich durch die Spinne getroffen worden, dann wäre es aber richtig lächerlich gewesen, weil die ist einfach mal durch den Block durchgefallen. Oh, sorry. Aber der Trick in dem Level ist, nicht die Fassung verlieren. Ganz entspannt hier durchlaufen. Auch wenn es erst ein bisschen schwierig erscheint. Na, ich hätte den Koopa ganz gerne weg. Gut. Ach man, ey, hau ab. Okay. Ja, ich hätte die Spinne besiegen sollen. Hä? Das ist kein Power-Up? Ich dachte, da wäre noch ein Power-Up, aber... Nö, anscheinend nicht. Ich mag solche Level aber auch nicht, muss ich sagen. Also, es ist eine coole Idee, aber es bremst halt unglaublich aus. Scheißdreck. Ah, gerade so. Gerade so. Und Stern. Müssen wir uns hier beeilen? Eine Mini-Röhre. Ach, komm, ey. Nicht dein Ernst. Gibt's hier im Level einen Mini-Pilz, bitte? Ach komm, ey, was ist das denn schon wieder für ein Müll? Ich will nicht andauernd einen scheiß Mini-Pilz holen müssen. Ja, Kacke, Alter.
Das ist doch Kacke mit den scheiß Mini-Pilzen. Wer will das denn? Ja, Kacke. Es war so klar, ey. Es war so klar. Geh einfach raus. Geh raus. So ein Müll mit diesen Kack-Mini-Pilzen. Also ich fand den Mini-Pilz mal cool. Um das mal klarzustellen. Ich fand den mal cool. Aber wenn die hier so eine dumme Scheiße abziehen, dann kann man den nicht mehr geil finden. Also ich dachte echt, okay, der ist nice. Wobei, ich finde ihn in neuen Spielen ganz cool. Weil der da vernünftig implementiert ist. Dann gibt es da in jedem Level, wo man ihn wirklich braucht. Aber hier in dem Spiel, ne. Hier ist das einfach nur Müll. Das ist so ein Müll hier. Ist einfach nur Kacke gemacht. Mach jetzt den Sack zu hier. Nein, es ist so ein Scheißdreck mit dem fucking Pilz, Alter. Warum sollte man hier überhaupt einen Pilz haben wollen? So, ich glaube, letzte Chance. Scheiße. Warum kriege ich denn den Mini-Pilz nie? Bei jedem anderen Item kriege ich es hin, das Item zu kriegen. Aber bei dem Mini-Pilz, ich verstehe es nicht. Warum kriege ich das da nicht hin? Ihr habt es ja gesehen, bei dem Koopa-Panzer habe ich es immer hinbekommen. Aber beim Mini-Pilz bin ich zu blöd für. Ich bin zu blöd dafür. Scheiße, Mann! Dass einen sowas so aufregen kann, Alter. Holy shit. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass ich in einem Video von mir wirklich so richtig wütend war. Kann das sein? Und zwar immer so, ja, okay, ich zocke hier ein bisschen. Aber heute ist irgendwie vorbei. So, der Müll mit dem Mini-Pilz. Wie gesagt, vielleicht gibt es den in jedem Level, wo man ihn braucht. Aber dann ist der richtig versteckt. Keine Ahnung. Dann ist er irgendwo versteckt. In irgendeinem scheiß unsichtbaren Block. Ich fände es cool, wenn es da nochmal ein extra Secret geben würde. In einem Level, wo man den Mini-Pilz braucht. Und da in dem Secret kann man sich dann den Mini-Pilz halt holen. Aber nicht so ein Müll wie hier. Man einfach so sagt, ja, du brauchst den Mini-Pilz dann und ja, dann brauchst du den Mini-Pilz. Und wie du ihn bekommst, nicht unser Problem. Es gibt auch genügend Itemhäuser, wo man den holen kann. Ja, toll. Krieg die Scheiße aber nicht hin. Ich krieg die Kacke mit dem Itemhaus eiskalt nicht hin. So. Aber der Level ist echt easy mit Mini-Pilz. Sagte er, während er fast gestorben ist. Holy shit. Nee, weswegen ich denke, dass der easy ist. Man kann halt einen Sprung machen. Und wenn man sich so denkt, na nee, da ist gerade eine Spinne aufgetaucht.
Ich würde gerne nochmal umlenken. Dann geht das. Dann geht das easy. Kann man machen. Boah, Alter. Entspannt euch doch mal mit diesen Müllviechern. Warum ist da jetzt ein Koopa? Und warum kommt man nicht zur Miniröhre? Da kommt man zur Miniröhre. Wäre ich da jetzt runtergefallen? Wäre ich da jetzt runtergefallen und hätte hier die Starcoin nicht gegeben? Was ist hier drin? Hoffentlich einen Stern. Gut. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Stern bekommen hätte, wenn ich da nicht gestampft hätte. Alles klar. Kommt sogar hier wieder raus, ihr Drecksäuer. Okay. Ja, komm. Scheiß aufs One-Up. Wir haben alles. Warum zum Teufel braucht man da einen Mini-Pilz? Beziehungsweise bessere Frage. Warum kriegt man den nicht im Level? Was soll das? Ja, wir wollen speichern. Wir machen jetzt das One-Up-Haus. Ganz entspannt. Dann geht es endlich in das Castle von Welt 8. Ja, okay. Jawoll! Ja, Mann, wie geil! Wie geil! Okay, okay. Das hat's jetzt wieder gut gemacht. Alter, genau das meine ich. Dieses Gefühl, wenn man einfach die maximale Ausbeute aus dem One-Up-Haus rausholt. Ja, richtig geil. Viel zu geil. Oh Mann. Das ist Castle, war das? Ja, okay. Ah, ja. Wollt schauen, ob man... Oh, da wäre ich fast abgekratzt. Wollt schauen, ob man... Ob man ein bisschen cheaten kann, aber man kann auch einfach hier hoch. Mit dem Mini-Pilz geht das easy. Sonst müsste man das Ding halt oben spawnen lassen. Ah, ich... Nee, ich glaube, ich wechsle noch nicht. Ich glaube, dann wechselt das auch hier, ne? Ja, und dann kann man zu Starcoin. Alles klar. Ich glaube, man muss das so aktivieren. Ja. Okay, wunderbar. Ich mach das oben hin. Mir bringt das absolut nichts, das unten hin zu machen. Wenn man oben halt mehr Platz hat. Also mehr Höhe. Logischerweise, weil man ist oben. Aber man kann die Sprünge dann besser abpassen. Man kann weiter springen. Da war jetzt der Gedanke von mir. Ich glaube, ich wechsle jetzt zum Pilz. Oh, sorry. Was zum Teufel war das? Warum bin ich da abgekratzt? Mario ist einfach durch die scheiß Plattform durchgefallen.
Okay. Das ist ja aber auch ein bisschen gemein. Mit dem Power-Up. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Bin noch nicht... Scheiße. Bin noch nicht bescheuert, wollte ich sagen. Und dann so ein Sprung. Mir fällt gerade auf. Komm gar nicht zurück, ne? Nö. Kommen erstmal eiskalt nicht zurück. Na komm, ich lasse das Power-Up liegen. Ist mir jetzt zu blöd. Wie kommt man denn da unten rein? Wahrscheinlich muss man dann den unteren Weg aktivieren, kann das sein? Ah, ist aber jetzt scheiße, dass ich nicht alle Starcoins hab. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass ich nicht alle Starcoins hab. Aber, ja. Erklärung kommt gleich. Außer mach hin. Mach nochmal deinen scheiß Jump. Außer. Oh, tschüss. Weiß nicht, ob man sogar unter ihm hätte herstleiden können. Bowser Junior, wo willst du hin? Es gibt keinen Weg mehr, wo du... Ja, könntest. Es gibt noch einen Weg. Und hier sehen wir, Welt 8 ist länger als gedacht. Ja, und da ist es halt blöd, dass ich jetzt nicht alle Starcoins hab, weil so müssen wir jetzt den Level nochmal neu spielen. Und sonst hätte ich das einfach bei dem Schlusswort belassen können. Aber so... Müssen wir jetzt nochmal rein. Und das Dingen durchzocken. Ich lasse jetzt alle Plattformen unten. Ebenso wie hier. Da lasse ich auch die Plattform unten. Aber ich glaube, es ist nur hier bei der letzten Plattform wichtig, dass man die nach unten macht. Ist auch viel schwerer der Weg. Also, ja. Rein muss das Ding unten sein. Ach komm, ey. Wenn man da von dem Block abprallt und dann nicht mehr vernünftig lenken kann, weil man... Keine Ahnung. Halt von dem Block abprallt. Wie soll ich das erklären, ey? So. Aber wir spawnen wieder hier. Zählt das denn jetzt überhaupt mit der... Ich glaube, es zählt nicht. Also nochmal neu. Hä? Mich verarschen, Bro? Was soll der Scheiß? Ich will das doch nicht gespeichert haben, Mann. An der Stelle nochmal müllig programmiert. Klar, das Zwischenspeichern im Level ist ganz cool mit der Halbzeitflagge. Aber wenn das etwas speichert, was dazu führt, dass man die Starcoin nicht mehr bekommt und man an der Stelle rausgesetzt wird und man nicht mehr zurückkommt. Ach, scheiße. Drecksflamme.
Dann ist das lächerlich. Dann ist das hart lächerlich. So. Pilz her. Jetzt nochmal warten. Doch scheißegal, wie lange das dauert. So, und durch da. Ja. Und es wurde tatsächlich so gespeichert, dass wir nicht mehr an die Starcoin gekommen sind. Was soll denn der Müll? Was ist das denn schon wieder für ein Scheißdreck? Da kann man auf jeden Fall nicht mehr stehen. Aber hier. Ah, easy. Easy, easy. Kriegt man hin. Alles klar, dann nochmal einen Bowser-Fight. Ich würde ihn jetzt gerne mit Feuerblume besiegen, aber es ist halt Knochen-Bowser. Da geht das nicht. Da geht nicht. Aua. Ja. So geht's auch. Ich wollte... Ah, Mann, ey. Ich dachte, er springt. Und da wollte ich drunter her sprinten. Aber das war jetzt auch witzig. Naja. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Dass ihr ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und im nächsten Part geht's dann endlich ins Finale. Es geht dann in das große Schloss, was wir schon auf der Karte sehen. Und freut euch drauf. Es wird geil. We'll be right back.